Wallet musst du aber doch auch nicht fahren. Ey, was ist das denn? Danke für den Tipp. Ich wollte gerade sagen, ich soll mir Ich hab den Wallet nämlich gerade so verkackt, weil ich die Auffahrt mega verkackt habe. Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder GTA 5 Custom Maps zusammen mit dem Triple D. Moin Moin! Und heute beim Truck Race haben wir mal den Trophy Truck am Start. Hinten mit zwei Reifen drauf. Bei Triple D wird gleich keiner mehr sein. Genau. Ich fetz mich einfach komplett weg. Das macht man nichts mehr. Komplett weg einfach. Gott, ey, der flinkt sich so komisch, so komisch. Ich bin nicht hinter dir. Weiß, ich hab Angst. Was? Ich bleib mir irgendwo hängen. Der Bremse mega. ich weiß nicht, bin irgendwie an einer unsichtbaren Kante irgendwie hängen geblieben. Na, ich dann auch. Oh, was ist denn los bei dir? Oh, komm mal, nicht so los. Ja. Aber weiter geht's. Weiter geht's. Irgendwie. Come on, Windschatten. Gib mir so Windschatten. Boah, das Speed hat fast gar nichts gebracht. Du musst ganz weit rechts fahren, ganz weit rechts. Achtung. Komm, Mann. Ich bin... Bist du runterge... Nice. Bist du runterge... Bist du da... Hast du da irgendwie auch runter? Nee, ich bin noch nicht runtergeflogen. Nur aufgehört zu reden auf einmal. Ja, weil ich es gesehen habe, so. Was? Ich bin da gegen irgendwas Unsichtbares gefahren, ey. Das ist richtig fies. Weil diese Stoppdinger halten den Trophy Truck so gut wie gar nicht auf. Doch, mich haben die gut aufgehalten. Echt? Ey, jetzt komme ich hier nicht direkt rein, Wo muss man denn jetzt hin? Hä? Ach komm, ey. Oh, wohin fahre ich? Ich fahre in dieses Hammerwerfding rein, ne? Echt? Nice. Und bleib da stecken. Dann respawn ich und respawn mega kacke. Keine Ahnung, wo ich danach hin muss, ey. Ich fahr dir einfach mal hinterher. Komm, pass. Das passt nicht. Was passt nicht? Du kommst da nicht durch, oder was? Weiß ich noch nicht. Ach, man muss gar nicht in die Röhre danach. Und danach voll in die Röhre, aber nö, muss man gar nicht rein. Aha, erster, easy. Ja, easy, ist klar. Nur weil ich nicht wusste, wo man her muss und du dich an mir orientiert hast. Mann. Komm, jetzt Wallwide, oder was? Hier kommt einfach ein Wallwide. Echt nice. Schaffen wir aber, oder? Easy first try. Oh, und easy danach 150 try. Mal gedreht. Oh, aber das ist schick, ey. Oh, come on. Oh, aber das ist schick. Ich muss respawnen. Lass den Ball nicht ins Tor schießen, keine Lust da drauf. Ich schieß den Ball ins Tor. Ich wollte ihn dir extra lassen. War der jetzt dran? Ich weiß es gar nicht. So, 2 Meter davor. Nö, ich treffe mich. Ist dann da oben fährt er. Wer hat den Ball so verschossen? Ramos? Nein, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Ramos hatte mal einen Elfmeter, den er so verschossen hat. Ja, genau. In den Himmel. Den meinte ich. Dann war es ja sogar richtig. Komm mal, Aufholjagd hier. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Never ever. Oh, Hügelchen. Hügelchen sind fies, mag keine Hügelchen. Die dicken Reifen sind auch. Ich muss respawnen, ne? Echt? Lol. Bei den Hügelchen nach rechts raus sein. Da bin ich ja nicht smooth durchgekommen. Kommt jetzt noch irgendwas? Come on. Spirale komm, oder so? Zieh. Looping kommt hier gerade noch, aber. Echt? Der war auch relativ gut zum Meistern. Weil hier sind ganz viele Kegel schon umgefallen, was ist das denn? Nochmal so Massen schon Stoppschildern. Oh, jetzt sind hier 20 Millionen Kegel! Ja, die waren alle umgefallen und ich schon, ne? Ich bin da mega gegengebuggt. Ich bin da ganz gut eigentlich durchgekommen. Aber wie der Trophy Truck einfach kein Speed kriegt durch die Speed Boosts. Kaum auf jeden Fall, ja. So.
Aha. Das ist das Ziel, oder was? Komm mal. Jawohl. Next race. So viel Luck kann man doch gar nicht haben, ne? Wo war das Luck? Ach, wo nicht? Ist nicht, die Frage. Ich bin nur nicht so oft respawn gemusst, klar? Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Musst du nur nicht so oft respawn wie du. Eieiei, wir sehen uns gleich bei der nächsten Map. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map, Worldwide Masters Wrecked. Da wrecken wir doch mal hier den Triple D. Ich hab da mal was Vorbereitetes für dich. Ach, das ist GTA-Rennen. Weil die Map ist eigentlich von mir, weißt du? Und ich hab da. Genau, wenn du da lang fährst, explodierende Sachen. Alles klar. Oh, come on. Ja, ich. Weil du mich da lang drüber leitest, weißt du? Ich hab mich gar nicht berührt. Doch, mega. Komm, schaff den Sprung, jawohl. Warum soll man den Jump nicht packen? Weiß ich nicht. Weil wegen Loop. Oh, da war eine Laterne noch am Weg. Muss man den Looping überhaupt fahren? Nein, hätte man nicht gemusst, aber. Ach, komm mal! Ich fahr den Looping, ich Idiot. Ja, ich auch. Komm, kommt da ein Bilder Wallride und ich hab total verloren, weil da so Stoppschilder waren. Ja. Den Wallride musst du aber doch auch nicht fahren, ey, was ist das denn? Danke für den Tipp. Ich wollte gerade sagen, ich sollte nicht. Ich hab den Wallride nämlich gerade so verkackt, weil ich die Auffahrt mega verkackt habe. Das musste man auch nicht fahren. Das war mega unnötig, das Teil. Ach komm. Man hätte direkt abbiegen können. Wir fahren auch einfach alles. Aber das, ich finde das cooler so. Wenn man so Elemente auslässt, ist ja langweilig. Aber richtig kacke gebaut an die Map, also. Die Checkpoints gesetzt. Da hätte man einen oben setzen sollen. Ja. Einfach fertig. Hier ist es gut, hier muss man es fahren. Ich habe den Punkt vorher nicht gekriegt, ne? Wieder vor. Ich weiß es nicht, ich bin auch nicht, bin einfach durchgefahren und dann nichts passiert. Komm, ey. Wieder richtig unlucky. Wieder richtig unlucky. Unskilly nennt sich das. Ich bin durchgefahren, hab ich nicht gekriegt. Ja, durchgefahren scheinbar, ja, ja. Muss dein Auto halt nicht so tief legen, weißt du? Dann kriegst du halt die Punkte. Und dann kommst du vielleicht auch ins Ziel sogar. Vielleicht ist das schon das Ziel. Billig. Eieiei, Freunde. Hängen wir da noch eine dran? Ja, oder? Ja, hängen wir noch eine dran. Weiß bis nicht. Gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map, Worldwide Plus Stunts Wrecked. Von demselben Typen wie die Map davor. Ich wollte gerade sagen, Wrecked kommt mir irgendwie bekannt vor. Hoffentlich hat das diesmal besser gebaut. Sonst guckt Hüppe die nämlich jetzt alle Möglichkeiten, dass er als erster ins Ziel kommt. Ja, ja. Den Punkt bekommen wenigstens? Ja, hab ich. Nach 100 Crashs hast du ihn? Ja, ja, ich bin drüber geflogen, aber. Muss halt respawnen. Ja, genau! Ja, genau, wie ist das denn gebaut? Was denn? Oh, ja. Wo respawn ich bitte? Du hast schon richtig gerespawnt, war schon gut. Ach komm. Ja, er drückt mich runter, dein Ernst! Oh, ich bin nur dein Ernst! Dein fucking Ernst! Du willst so leiden. Ich muss das nochmal fahren. Come on, nein. Das musste einfach sein, das war eine Rache. Das war eine. Wofür? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, heute noch nicht so viel. In der Folge noch gar nichts. Heute noch nicht so viel, aber das war eine der Rachen. Wie gesagt, eine der Rachen. Wenn du nicht damit rechnest. Ich habe auch heute eigentlich schon genug gemacht. In der Aufnahmesession. Das war noch harmlos. Noch ist Triple D nicht geraged heute, aber das wird noch kommen, Freunde. Was ist das? Guckt euch dafür mal die morgige Folge an. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Wo du einfach schon bist, ne? Nur weil du mich da runtergedrückt hast. Wir sind einfach, hier ist einfach nichts mehr, was wirklich. Ich bin nur noch fahren gerade.
Einfach nur noch dann fahren. Dann hast du 180 Turns. Nein, richtig unnötig. Ich hab den Punkt, jawohl. Einfach nur noch fahren. Nein, komm bitte, was? Ja, das war gerade ein bisschen kritisch. Dein Ernst? Ja. Da hattest du Glück, dass ich die richtige Seite genommen habe. Die Frage ist, wo hast du jetzt das nächste Ding gelegt? Da liegen auf jeden Fall noch welche. Wie kommst du denn auf sowas? Du darfst niemals sowas machen. Ja. Nein, du so dort nicht. Da hat's schon gepiept, ich hab's schon gehört. Ah, da ist es sogar explodiert, aber nicht getroffen. Was zur Hölle? Was ist denn da los? Der geht raus. Egal, da hat's wieder gepiept. Oh, einer fehlt noch. Einer muss noch irgendwo liegen, falls du den gelegt hast. Rückwärts ins Ziel. Glückwunsch. Ich glaube, ich habe die Kacke gelegt, aber... Nee, lagen schon gar nicht so schlecht. Ist ja auch genug explodiert. Aber ich schaff's halt trotzdem im Ziel, das ist halt die Kacke für dich, ne? Ja. Eieiei, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei unseren, schaut auch bei Triple D vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.